Es geht. Nicht viel. Wir machen heute Tagebucheintrag Nummer 1. Gerade losgefahren. Wir stehen an der Ampel. Ich kann doch nicht mal hier irgendwie. Wir brauchen einer. Sehe vier. Was denn für das Ding ist im Weg? Guck auf die Straße, Nico. Das geht ziemlich scharf runter. Ja, guck mal. Verkehrt. Brauchst du Serpentin? Eigentlich müsste der Handbremse ziehen. Daher kommt ein richtiger Windstoß und dann ist wieder alles. Na? Moin. Mit der war ich mal in der Klasse, mit der hässlichen Kuh hier. Also, ist ja widerlich. Wir haben gerade schon eine kleine Traumprinzessin für dich gefunden. Typisch Physik. Denn ja, wir haben deine Traumprinzessin gesehen vorhin. Rothaarig. Oh. Ja. Vielleicht eine 65, war durch das Saufen und Rauchen nicht ganz erkennbar. Ich glaube, die war 85. Ja, da kann ich sie nicht bezahlen, das ist scheiße. Das wäre das Wichtigste hier. Freilich, guten Tag. Ist auch hinten lehnen. So, jetzt sind wir hier in Schmiedebach. Es geht ab, wir müssen erstmal. Achtung, jetzt kommt ein Geräusch. Da wollen wir hin. Mal gucken. Übelster Eingang. Ja? Übelster Eingang, aber alles ist übelst offen. Also es ist kaputt. Die Hütte ist definitiv verlassen. Das Einzige, was da vielleicht drin wohnt, ist auch hier hinten, können Sie übelst durchgucken. Nee. Da ist ja schon eine Schieferarbeit dafür. Denke ich mal. Müssen wir aufpassen mit den Latschen. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen was gewöhnt. Ich laufe auch durch die Brennnesseln, ohne dass es mich stört. Das ist definitiv nicht nah bewohnt. Also, ja. Da ist noch eine Hütte hier. Da ist noch eine Hütte. Soll das sein oder was? Ja, weiß ich nicht dabei. Vielleicht ein Teil. Auf jeden Fall haben sie einen Kamin oder einen Ofen unten im Keller gehabt. Da geht das Rohr raus. Los, gehen wir rein. Los, weiter geht's. Wohl. Ja, wir versuchen hier lang. Und ihr seid doch hier die leichte Infanterie. Wie gesagt, vielleicht mal links die dritte Idee. Wo ich warte, du möchtest nur gehört. Erst leichte Infanterie. Na gut, dann macht er auch mit dem Körpergewicht wieder wett. Also ich wiege mit Rucksack 90 Kilo. Ich hab 100 reingewogen. Gehen wir jetzt hier runter? Ja, komm. Ich mach jetzt mal die Kamera weg. Ja, mit Rucksack 103. Ja. Warum geht's hier? Rein. Oh, der Baum ist ja wirklich krass. Die sollen mal Leute gewohnt haben. Ist das krass. Weißt du, hast du Zeitung von 92? Ja. Zeig mal her. Ist ja geil. Zeig mal her das Datum, ich will das mal filmen. Sonnabend, 4. Juli 92. Cool. Immobilien und Kapitalmarkt. Das ist krass.
Wir wurden. Was ist hier? Wir sind. Wir wurden Schlossereigeselle gesucht. Wollen wir anrufen? Vielleicht hast du noch Chance. 25 Jahre zu spät. Aber haben sie echt gut gebaut, hä? Alter Schwede. Ist das heftig. Ist ja noch eine Etage. Ist ja cool. Aber schönes großes Panoramafenster. Das ist einfach rüber. Da drüben ist auch eine Hütte. Die haben bestimmt mal einen geilen Blick gehabt. Ja, wie gesagt, da war früher kein Wald, kein Nicht. Das war alles blank. Der hat bestimmt die Kubanande gehaust. Da schickt man der im Haus, ne? Boah. Ja, bin ich gerade mal kurz alleine. Alter Schwede. Hier laufe ich auf jeden Fall nicht weiter. Na, hier geht's auch schöner rein. Auf jeden Fall echt geile Hütten, ne? Hier ist zappenduster. Ach, hier die Küche. Oh, Ariel! Ah, hier ist noch der Handlauf dran. Schöne. Was ist denn das für ein Loch hier? Überall sind irgendwelche Löcher. Stimmt, wir müssen jetzt hier hinterlaufen. Das sieht aber aus wie eine. Hier ist der Arm auf. Hallo. Ach, guten Tag. Siehst du? Schönes großes Mehrfamilienhaus. Hallo. Hier ist er doch, die Couch. Hausschweine groß. Jedes Zimmer einstecken. Gut, würde ich sagen, machen wir hier schöne Pause jetzt. Ja? Gut. Die guten Granny Smith-Äpfel. Keine Ahnung, was grün ist. Feuer! Ja, ich glaube, wir müssen mal. So, ich denke mal, das Wasser kocht, ja? Könnte man fast jetzt kochen, wir warten mal noch kurz. Einen Schacht. Ich denke, dass der Zustand ist gut. Was? Ja, das ist die Runde, warte. Das Zustand war gerade auch schon. Das heißt hier die Stelle. Die haben sie gut abgestützt. Und dann guck auch mal. Da hinten ist es hell. Mach mal Licht aus. Siehst du hinten, was hell ist? Das kann irgendein. Ach, weißt du warum? Das ist nur ein Schild. Das ist irgendein Schild, das reflektiert. Ja, aber wir haben doch jetzt ja nichts mehr drin. Hier ist keine Reststrahlung. Die so extrem reflektiert, oder? Meinst du das Schild? Weiß es nicht. Aber ansonsten, ich hätte gesagt, es sieht gut aus. Ja, es zieht auch übel. Also irgendwo muss sowieso ein Belüftungsschacht sein. Ja, Lüftungsschacht, der erste ist hier vorne gleich. Wenn du noch ein Stück zurück gehst, nach oben. Keine Ahnung, ich würde gerne hingehen, aber. Das war eigentlich ein Fehler, sich überhaupt schon zu trennen. Wer weiß, wo die anderen zwei sind. Ach, das zerrt, ey. Ich komme mir vor wie an der Küste. So, in dem Schacht waren wir gerade drin. Ein richtiger Schacht. Meter tief geht's rein in den Berg. Alter Lederrucksack. Krass. Überall, alter Schwede. Oh, was ist denn hier? Wasser.
Oh, die Treppe ist nicht mehr intakt. So, verlassen wir den Ort jetzt wieder und laufen weiter. Hinten ist auch noch eins. Es fängt jetzt an zu regnen, immer doller. Ja, ist wie Tornado-Gebiet. Hier geht's rein. Oh. Ja. So, wer geht rein? Dieses Licht. So eine Ecke. War auch verrammelt, würde ich sagen. Naja. Also da merkt. Besuch. Was? Übrigens ist es noch anders. Ach ja? Hat das Fenster geguckt. Okay. Doch nicht so überlassen, von der Gemeinde. Ich wollte gerade sagen, man sieht doch, hier sind die Schäden bedeutend höher als bei den anderen Gebäuden. Hier ist aber, finde ich, außer die Wanddurchbrüche, ist noch besser erhalten. Ja, massiver gebaut. Ah ja, guck mal direkt auf der Halde. Oh, sieht aus wie im Kriegsgebiet hier. Krass. Das ist, glaube ich, hier bestimmt vom Schichtleiter, die Hütte. Das ist Hammerhaus. Übelsten Säulen. Cool. Ja. Oh ja. Ich würde sagen, das ist das Haus, das wir gesehen haben. Das ist das große Haus. Ich kann bleiben. Ja. Da wusste nicht jemand, was. Weiter. Da wusste nicht jemand, was er malt. Sieht aus wie Homer Simpson hier daneben, nur ein bisschen verkrickelt. Stimmt, der Penis. Ha. Mega. Okay, die wollen rein, jetzt ist geil, weil wir schon einfach einschätzen. Okay. Hier sind auf jeden Fall ein riesen Spiegel an der Wand. Ja, die sind überall. Das ist aber nicht schön gemalt. Ja. Wenn das Kellergewölbe einmal so, ja. So die Garage sein irgendwo. Ja, hier oben ist auch alles. Was, ein Whisky-Zimmer? Alter Schwede.
Wenn ich die Decke sehe hier, da hat das Zimmer. Ja. Leck mich am Arsch, was schön vertefelt. Und warum mal schön? In die Etage, wo ist das dann? Oh. Also wir werden kreativ. Ja, da ist keine Treppe mehr. Ja. Haben doch bestimmt welche mit Absicht gemacht. Wir haben uns die Steinstufen rausgehackt. Nee, das ist Holz. Ja, guck mal. Oder? Man könnte hochgehen, aber. Was wäre? Nicht hier oben liegen, Schatz. Also können wir das Geländer hochgehen. Ja, leider. Aber. Oder hier? Ja, sicher. Und hier müssen wir mal reinreißen, dass irgendwo der Boden ist. Na, hier ist das Feuer. Ja, hier war immer nicht so rein. Ja.